Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Plan mit Chris. Heute dreht sich alles um das Thema Funktionsschablonen. Wenn du also wissen möchtest, für was die Funktionsschablonen in E-Plan gut sind und welche Wege es gibt, diese zu erstellen, dann bleib dran, denn genau das zeige ich dir jetzt. Um nun eine Funktionsschablone erstellen zu können, gibt es erst einmal zwei Wege. Dazu gehen wir gleich einmal unter dem Reiter Stammdaten hier auf die Artikelverwaltung. Ich habe hier dann einmal zwei leere Artikel angelegt. Und zwar werden wir hier eine Funktionsschablone direkt am Artikel in der Artikeldatenbank erstellen und im Anschluss zeige ich euch einen Weg, wie ihr das Ganze automatisiert importieren könnt. Als erstes sage ich euch aber noch, was alles natürlich in eine Funktionsschablone gehört. Der wichtigste Punkt ist natürlich immer die Funktionsdefinition. Zum Beispiel, ob es sich um ein Kabel oder um einen Gerätekasten handelt. Und dann könnt ihr natürlich noch die ganzen Anschlüsse hier in der Funktionsschablone definieren. Das Ganze benötigt ihr dann auch, um später Gerätevergleiche durchführen zu können, beziehungsweise um mit euren Prüfläufen sicherzustellen, dass ihr auch wirklich die richtigen Anschlüsse in euren Plänen gezeichnet habt. Und auch bei der Geräteauswahl spielt die Funktionsschablone eine große Rolle, denn wenn ihr in die Funktionsschablone nichts eingetragen habt, kann E-Plan euch diese Artikel dann auch nicht über die Geräteauswahl vorschlagen. Damit wir nun unsere Funktionsdefinition hinzufügen, gehen wir hier oben auf das Plus und wählen uns dann unter Elektrotechnik, Elektrotechnik-Sonderfunktionen hier den Gerätekasten aus. Somit haben wir schon einmal die Umrandung definiert, in der wir dann unsere Anschlüsse später zeichnen können. Als nächstes brauchen wir natürlich auch noch Anschlüsse. Wenn ihr hier bereits einen Eintrag habt und darauf steht und auf das Plus klickt, wird einfach eine Funktionsdefinition erzeugt mit genau demselben Namen wie die, die ihr bereits markiert habt. Hier müssen wir aber natürlich auf Geräteanschluss umstellen. Und da unser Gerät später dann einen L1, L2, L3, N, PE, A1 und A2 Anschluss hat, wählen wir hier auch gleich noch die richtigen Anschlüsse dafür. Und zwar wählen wir dann zuerst den Geräteanschluss und tragen hier dann bei der Anschlussbezeichnung L1 ein. Jetzt passt das natürlich schon mit dem Geräteanschluss, deshalb markieren wir die Zeile 2 und drücken dann noch zweimal auf Neu. Ich schreibe den Text hier um auf L2 und auf L3. Als nächstes brauchen wir einen Geräteanschluss mit N-Potential, gefolgt von einem Geräteanschluss mit PI. Und dann nehme ich noch einen Geräteanschluss allgemein für A1 und A2. Übrigens hat dieses Gerät, das wir hier erzeugen, keine spezielle Funktion. Ich habe mir die Anschlüsse hier einfach nur ausgedacht, damit ich sie euch hier zeigen kann. Jetzt können wir das Ganze mit einem Klick auf Übernehmen bestätigen. Wir könnten auch schon Beschreibungen hinterlegen oder Anschlussbeschreibungen, beziehungsweise wären diese Anschlüsse Teile eines Unterbauteils, das darauf montiert ist, wie zum Beispiel bei einem Stecker, könnten wir hier auch noch das untergeordnete BMK direkt eintragen. Auch technische Kenngrößen können hier gleich eingetragen werden. Ich schreibe hier jetzt einfach mal 100 Ampere hinein. Und dann schließe ich die Artikelverwaltung einmal. Und wir schauen uns hier in unserem Einfügezentrum an, wie das Ganze aussieht. Wie ihr sehen könnt, ist bei dem Namen EMC-FS-Tester 1, bei dem wir gerade eine Funktionsschablone hinterlegt haben, jetzt diese strichlierte Linie angezeigt, die einen Gerätekasten darstellt. Beim Tester 2, den wir später dann noch erzeugen, haben wir aktuell noch keine Vorschau. Wenn ich mir jetzt diesen Artikel hereinziehe,
gib mir E-Plan ein Stück nach den anderen an den Cursor, damit ich das Ganze aufziehen kann. Und schon habe ich hier mein Gerät fertig platziert. Wie ihr sehen könnt, ist auch die technische Kenngröße bereits richtig eingetragen. Und jetzt im Anschluss könnte ich hieraus ein Makro machen. Dazu wechseln wir oben auf den Reiter Einfügen und dann finden wir hier beim Makros Navigator den Makrokasten einfügen. Ich ziehe mir den Makrokasten immer genau eine Rastergröße größer als das Bauteil selbst. So ist es übrigens auch im E-Plan Data Standard definiert. Als nächstes vergebe ich noch einen Namen für mein Makro. Das Ganze nenne ich so wie den Artikel Tester 1. Und damit wir nun hier auch wirklich ein Makro erstellen und nicht nur einen Makrokasten gezeichnet haben, wechseln wir in die Registerkarte Stammdaten, gehen dann auf Makros und hier bei Automatisch erzeugen auf das Pulldown und sagen einmal für automatische Erzeugung vorbereiten. Dann wird das Ganze nämlich sauber gruppiert, damit wir es immer gemeinsam verschieben können. Und als nächstes lasse ich es erzeugen. Dann wechseln wir nochmal zurück in unsere Artikelverwaltung. Hier können wir das Ganze dann nun unter dem Schaltplan Makro hinterlegen. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder aus dem Einfügezentrum herausholen, seht ihr schon, dass das Bauteil richtig platziert wird mit der dazugehörigen Funktionsschablone. Das war der erste Weg, wie man das Ganze machen kann. Jetzt gehe ich her und zeige euch den zweiten Weg. Dazu fange ich hier im Makroprojekt einfach an, mir ein Gerät zu zeichnen. Dazu wechsle ich auf den Reiter Einfügen, hole mir einen Gerätekasten, ziehe ihn mir in der Größe auf, wie ich ihn später haben möchte, vergebe hier dann ein passendes BMK, trage die technische Kenngröße ein, in diesem Fall schreiben wir 200 Ampere, und dann bestätige ich das Ganze mit einem Klick auf OK. Als nächstes hole ich mir dann meine Geräteanschlüsse. Hier gibt es übrigens verschiedene Ausführungen. Es gibt auch Geräteanschlüsse, die unten weitergehen. Meistens verwende ich aber die Geräteanschlüsse mit nur einem Anschluss. Dann fange ich an, die Geräteanschlüsse zu platzieren. Im ersten Schritt platziere ich einfach alle Anschlüsse so, wie ich sie später haben möchte. Und dann kümmere ich mich noch um die ganzen Einstellungen, die wir hier beim Anschluss machen können. Und zwar wechseln wir dann unter Symbol und Funktionsdaten und haben hier bereits den Geräteanschluss, so wie wir das auch in der Schablone zuvor ausgewählt haben. Das passt schon mal. Jetzt möchten wir aber natürlich hier diese beiden Anschlüsse, genauso wie es oben auch war, noch auf allgemeine Anschlüsse ändern. Und hier der linke Anschluss bekommt natürlich das Endpotential und der rechte das PE. Und jetzt machen wir uns hier wieder einen Makrokasten über das Ganze. Geben dem Ganzen den Namen Tester-2 und erstellen uns dieses Makro wieder. Dann wechseln wir wieder in die Artikelverwaltung und hinterlegen das Makro hier bei unserem zweiten Tester. Und damit ihr seht, was ich jetzt als nächstes mache, wechsle ich vorher auf die Funktionsschablone. Ihr seht, hier ist nichts eingetragen, also müsste ich hier eigentlich das Ganze so wie hier wieder händisch machen. Dafür gibt es aber von E-Plan eine coole Anwendung, und zwar können wir jetzt hier
da wir ja bereits ein Makro hinterlegt haben, einmal mit einem Rechtsklick auf den Artikel gehen und dann Funktionsschablonen zuweisen. Eblan fragt uns dann zur Sicherheit noch einmal, ob wir das Ganze wirklich machen wollen, denn die Zuweisung kann nicht rückgängig gemacht werden. Jetzt bestätige ich das Ganze mit einem Klick auf Ja. Und zuerst sieht es so aus, als wäre nichts passiert. Wenn wir aber dann die F5-Taste drücken, wird die Funktionsschablone neu geladen und wir sehen, wir haben hier wieder automatisch unseren Gerätekasten, unsere Geräteanschlüsse, die allgemeinen und die Geräteanschlüsse L1, L2, L3, N und PE mit den jeweils richtigen Potentialen bekommen. Das funktioniert so, dass Eblan sich nämlich aus dem Makro, in dem eine Hauptfunktion definiert wurde, die Definition der Funktion holt, plus natürlich auch alle Anschlüsse, die wir darauf gezeichnet haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Geräten, wie wir sie hier haben, mache ich das Ganze lieber über einmal Makro zeichnen und dann Funktionsschablone importieren. Denn dann kann ich das Ganze schon so anpassen, wie ich es so und so in meiner Zeichnung brauche und die Funktionsschablone ist ein Nebenprodukt. Andersrum gefällt es dem einen oder anderen vielleicht auch besser, wenn er vorher die Funktionsschablone gewissenhaft ausfüllt und dann die Bauteile nacheinander platziert. Ihr könnt mir einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das am liebsten macht. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist auch noch, dass ihr die Funktionsschablonen in Kombination dann mit einem Anschlussbild für das Routing braucht. Sprich, wenn ihr mit Process Wiring arbeiten wollt, damit ihr vorgefertigte Drahtsätze erstellen könnt, braucht ihr dann funktionierende Funktionsschablonen plus natürlich Anschlussbilder. Denn sonst würden die Daten vom Stromlaufplan mit dem 3D-Bauraum nicht zusammenfinden und ihr könntet eure Drähte nicht verlegen. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich gemeint habe mit der Geräteauswahl. Und zwar platziere ich dazu jetzt einfach über Einfügen eine Kabeldefinition. Und hier habe ich ja noch keinen Artikel hinterlegt. Aber ich weiß für mich selbst zum Beispiel schon, dass ich gerne ein 4G25 hätte. Jetzt könnte ich natürlich hergehen, hier auf den Artikel-Button klicken und mich dann hier durch die Kabel durcharbeiten und schauen, welche Kabel ich angelegt habe. In dieser Testartikel-Datenbank sind das natürlich noch sehr wenige, da wäre ich schnell fertig. Aber bei euch im Unternehmen werdet ihr wahrscheinlich eine Vielzahl an verschiedensten Kabeln haben. Um das Ganze jetzt zu beschleunigen, könnt ihr hier auf die Gerätewahl gehen. Dann seht ihr nämlich, wenn ihr hier nichts definiert habt, beziehungsweise im Wert nichts drinnen steht, alle Kabel aufgelistet, die für die Kabeldefinition vorgesehen sind. Ich weiß aber zum Beispiel schon, dass ich ein 4G25 Kabel verwenden möchte, deshalb kann ich hier in den Automatikfilter gehen, kann hier bei Verbindungszahl 4G hineinschreiben und bei Querschnitt/Durchmesser schreibe ich 2,5 hinein. Und wenn ich nun beides aktiviere und mit OK bestätige, bleibt in meiner Geräteauswahl nur noch das übrig, was laut Funktionsschablone genau diese Anforderungen erfüllt. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir die Funktionsdefinition eintragen und die einzelnen Anschlüsse, beziehungsweise in diesem Fall sind es ja die Adern. Denn so kann Eblan mit den eingebauten Automatismen uns das Arbeiten um einiges erleichtern. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video zeigen, wie einfach es ist, die Funktionsschablone direkt in der Artikeldatenbank zu erstellen, beziehungsweise auch, wie du die Funktionsschablone dann direkt von deinem Makro aus erzeugen lassen kannst. Und noch einmal als kleine Zusammenfassung, für was du das Ganze wirklich machen solltest. Die Funktionsschablone ist wichtig für den Vergleich von Geräten, für deine Prüfläufe, die du dann später durchführen kannst, für die Geräteauswahl und natürlich
in weitester Folge dann auch für das Kabelrouting. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns im nächsten Video.